نصيبي نور من فؤادي حينما رددت يا رب. Das hat sehr viel, und ich habe eben gesagt, gerade Protestanten kommen mit diesen Märschen aus dem Grund, weil Martin Luther ja, schon die katholische Kirche kritisiert hat, aus bestimmten Gründen, wie zum Beispiel, ja, dass die Strafe so erwähnt wurde und dass es ein Fegefeuer gab. Und dass aber doch eigentlich die Gnade die Essenz ist, etc. Und deswegen, nee, und dass man ja keine Heilsgewissheit hätte im katholischen Glauben. Deswegen nehmen sie den Islam so wahr. Genauso wie mit Heilsgewissheit. In jedem Buch dieser christlichen Missionare steht dann, und dann kommen sie mit irgendeinem Beispiel von einem angeblichen Muslim, der erzählt, ja, ich hatte im Islam gar keine Heilsgewissheit gehabt. Im Islam hat man eine Heilsgewissheit. Natürlich. Man hat eine Heilsgewissheit, dass wenn man als Muslim stirbt, dass man irgendwann ins Paradies hineinkommt. Das heißt, wenn man mit Iman stirbt, mit Glauben stirbt. Aber wir haben keine Gewissheit, ob wir mit Glauben sterben werden. Und genauso hat ein Christ auch nicht die Gewissheit, dass er als Christ sterben wird. Er kann genauso den christlichen Glauben kurz vor seinem Tod aufgeben. Von daher ist das auch absoluter Quatsch. Aber das sind halt immer die Stories, die erzählt werden. Ne? Entweder, ja, dass man kommt mit, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe einen Traum gesehen, ich habe einen Traum dieses und jenes gesehen. Ja? Ja. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier erzählen würde, ja, ich habe im Traum Jesus gesehen, hat mir gesagt, nimm den Islam an, da würde man sagen, ja, das war bestimmt der Satan, der dir im Traum erschienen ist. Aber die Frage, die wir eigentlich stellen wollen, ist, warum passiert das? Warum lügen christliche Gelehrte oder christliche Missionare oder einige christliche Missionare? Und das liegt an ihrem Vorbild, dem Apostel Paulus. Im Römerbrief 3, Vers 7, sagt der Apostel Paulus, wenn aber die Wahrheit Gottes sich durch meine Lüge als noch größer erweist, und so Gott verherrlicht wird, warum soll ich dann als Sünder gerichtet werden? Das heißt, das ist die Botschaft des Apostel Paulus, dass man lügen kann, um Leute zum Christentum einzuladen, beziehungsweise vom Christentum zu überzeugen. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, ja? Wenn derjenige, von dem die meisten Bücher im Neuen Testament, die meisten Kapitel im Neuen Testament geschrieben wurden, selber zugibt, dass man lügen darf, um Leute zu überzeugen, dann muss man sich natürlich fragen, inwieweit man diesem Buch Vertrauen schenken darf. Jetzt kommt natürlich der Christ oder der Missionar, wie gesagt, ich will ja nicht alle Christen über einen Kamm scheren, und deswegen, das ist vielleicht auch manchmal sehr schwer nachzuvollziehen für einige Nicht-Muslime draußen, wenn wir dann auch etwas emotional sind, wenn wir sehen, dass es Leute gibt, die über unsere Religion Lügen erzählen und Tag und Nacht immer versuchen, irgendeinen Schwachsinn zu labern. Ja? Und dann immer dieses total sichere Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Ja? Aber dann wird immer behauptet, ja, die Muslime, die dürfen Taqiyya anwenden. Taqiyya. Ja? Das heißt, die dürfen angeblich lügen, um ihre Botschaft zu verbreiten. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Ein Muslim darf nicht lügen, um seine Botschaft zu verbreiten. Weil die Botschaft ist von Allah. Er muss die Botschaft nur rüberbringen. Deswegen sagt Allah im Koran nämlich auch, zum Beispiel in Surah 36, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Uns obliegt nur die deutliche Verkündung. Und das heißt, wir müssen das verkünden, was hier steht, und Allah gibt demjenigen Erfolg, indem er ihn recht leitet, wen er will. Yahdi man yasha. Allah leitet recht, wen er will. Deswegen sagt Allah in Surah 28, Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Du leitest nicht recht, wen du willst, sondern Allah leitet recht, wen er will. Das heißt, unsere Aufgabe, die Aufgabe des Propheten, ist nur die Verkündung. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Und dem Gesandten obliegt nur die deutliche Verkündung.
Wir dürfen gar nicht über die Botschaft lügen, weil das Lügen über die Botschaft wäre ein Verdrehen der Botschaft. Und das ist eine gewaltige Angelegenheit beim Allmächtigen. Und man darf nicht über die Botschaft lügen. Und das, was mit Takia gemeint ist, das ist in einer Notsituation, wo man über sich selber lügt, nicht über die Botschaft. Zum Beispiel, jemand steckt einem die Pistole an den Kopf und sagt zu jemandem, entweder du gibst jetzt den Islam auf oder ich schieße dich über den Haufen. So, hier hat der Gläubige das Recht, in Zwangssituation, oder er wird gefoltert, dass er es nicht mehr aushalten kann, dass er eine Erleichterung wählen kann, dass er das sagt, um gerettet zu werden. Das heißt, er sagt beispielsweise von sich selber, dass er dem Islam nicht mehr angehört, ja, aber denkt sich im Inneren, nein. Und später, ja, sobald er aus der Zwangssituation hinaus ist, ja, wendet er sich wieder von dem, was er gesagt hat, ab. So ist es zum Beispiel mit Ammar ibn Yasir passiert, ja, dass er in einer bestimmten Situation gefoltert wurde und dann etwas Schlechtes über den Propheten a.s.w. gesagt hat. Aber er hat nicht gesagt, der Koran sagt, ihr kommt alle ins Paradies. Das darf er gar nicht. Das ist absoluter Quatsch. Ja, das wäre zum Beispiel eine Situation, wo jemand lügen kann über das, was er im Herzen hat, aber nicht über die Religion. Das ist Quatsch. Das heißt, ja, stimmt. Im Islam kann man, ich bin mir schon sicher, jetzt wird das irgendein auseinandernehmen. Was? Ihr dürft lügen, bei uns ist das nicht erlaubt. Ja, hast du Pech da. Bei uns ist das erlaubt in einer Situation, wo man gezwungen ist. Und gezwungen heißt nicht, übrigens auch für die Muslime, ja, der Arbeitgeber könnte mich sonst rausschmeißen. Ja? Oder gezwungen heißt auch nicht, ja, es könnte sonst sein, dass ich nicht lieb gehabt werde von Frau Merkel und deswegen rede ich jetzt irgendeinen Quatsch über den Islam. Das ist Kuffer. Ja. Sondern das ist Unglaube. Da fliegt man aus der Religion raus. Da ist man kein Muslim mehr. Da ist man vom Islam abgefallen. Sondern die Situation, wo so etwas erlaubt ist, ist eine Situation, wie, wo man Angst hat. Obwohl der Begriff Takia eigentlich in einem anderen Kontext auch mal benutzt wird, aber nie im Leben im Sinne von über die Religion lügen. Dass ich über die Religion lüge. Ja. Die einzigen, die über die Religion lügen dürfen, sind die Schiiten. Und das sollten wir auch als Muslime verstehen. Wenn du mit einem Schiiten redest, ja, dann, der sich etwas auskennt mit seiner Materie, dann wirst du, mit dem hat eine Diskussion überhaupt gar keinen Sinn. Weil sein Ziel ist immer, 565.000 Lügen zu erfinden. Ja? Und dann musst du darauf antworten, dann siehst du doof aus. Ja? Beispielsweise, ja, in Buchare steht dort und dort und dort und dort und dort und dort und dort steht das und 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 das. So, der zählt 50 Sachen auf. So. Und du müsstest jetzt eigentlich erstmal nachschlagen, ja, was steht denn da genau? Und dann siehst du wieder, alles ist gefälscht, alles ist verdreht. Ja? Und Dann geben sie beispielsweise oft Zahlen an, die es überhaupt nicht gibt. Ja, oder erzählen dann von einem Hadith bestimmte Inhalte, die so dort gar nicht drinstehen in dem Hadith. Ja, beispielsweise in Bukhari ist für sie dann das haben sie ganz gerne. Und dann werden Lügen erzählt und Lügen erzählt und Lügen erzählt und irgendwelche Stories erzählt. Und du kannst dich gar nicht wehren. Ja, ich will damit keinen Schiiten beleidigen, aber das ist leider die Tatsache. Und wer sich damit beschäftigt, der wird das auch rausfinden. Der soll einfach nach der Wahrheit suchen, der soll in seinen Büchern gucken und wird dann sehen, dass Khomeini sagt, dass die Imame jeden Atom im Universum beherrschen. Das ist Schirk. Klarer Schirk. Ja, Schirk, das heißt Polytheismus. Der Einzige, der jeden Atom im Universum beherrscht, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer behauptet, dass jemand anders, außer Allah, jedes Atom im Universum beherrscht, der ist ein Kafir. Deswegen nochmal, Christen dürfen lügen, ja, aufgrund von Römerbrief 3, Vers 7, also christliche Missionare, nach ihrem Vorbild Apostel Paulus. Wir sind davon überzeugt, dass der Islam die wahre Religion ist. Wir sind auch davon überzeugt, dass durch das Christentum sehr viele schöne Werte
vermittelt werden, weil es ja im Ursprung auch die Religion von den Propheten ist, die wahre Religion ist, aber es sind einige Sachen verfälscht worden. Deswegen kann man zum Beispiel auch verschiedene Widersprüche finden, wie zum Beispiel die Namen der Apostel, die Namen der Jünger etc. Das ist die Botschaft von heute. Seid nicht sauer auf mich, man sieht sich. حينما رددت يا رب